Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Bioshock Remastered. Bewertet den Part und viel Spaß! Einfach warten. Oder darf ich hier keine Splicer umbringen oder so? Kann es das vielleicht sein? Da ist eine Kamera, okay. Oh, ist das... Ich hasse es. Telekinese, gib mal her. Oh, scheiße. Feuer. Auch kein Auto-Hacker. Sprinte, sprinte. Oh Leute, ey. Oh, das habe ich schon mal, alles klar. Dann kann ich schon mal den nach da nutzen. Dann wo ist er da? Ein nach unten. Ein nach da. Einen seitlichen, schön und den. Ah. Kamera deaktiviert. So, dann jetzt erstmal hier alles zerburnen. Okay, ist nichts drin. Oh! Oh, ich hab meine Waffen wieder. Oh, wie schön das ist. Mm. Oh, wie schön. Ui. Das ist ein großer Fisch. Das ist ein... Das... große Fische. Kann ich hier... erstmal wegschmelzen. Alles klar, erstmal wegschmelzen. Kann ich hier durch? Ah, ich krieg doch hier nur den Auto-Hacker, oder nicht? Zack. Ja, ein Auto-Hacker, okay. Und hier? Oh. Nichts. Sonst sehe ich hier auch nichts. Bringt mir das was? Hä? Okay. Gar nichts. Alles klar. Ah, ich hab meine Waffen wieder. Jetzt alles wieder fit. Boah, ich bin halt so nicht mehr in Übung, sag ich mal. Gut, ich war vorher auch nicht unbedingt der Überpro in Bioshock, aber... Da oben. Da stehe ich auch einfach nur vor und warte. Bandskasten, schön. Oh, Drecks Kack Turret, ey. So, jetzt kann ich, glaube ich, erstmal in Ruhe gucken, oder? Ist ja gar nichts mehr. Nicht wirklich. Hier habe ich noch eine Genbank, eine Medistation. Ja, die Genbank brauche ich nicht. Bei Bandskasten kann ich mir keine kaufen. Hier ist nichts. Ja, würde ich sagen, können wir runtergehen, ne? Hallo? Kann ich vielleicht... Kann ich das wechseln? Kann ich das nicht irgendwie... Oh, ich kann es nicht wechseln. Ist das doof, ey. Aber okay, ich höre schon wieder welche. Erstmal burnen und burnen. Burnen. Sieh was? Nein, hier ist nichts. Wir waren durch. Oh, warum ist der... Ich hab doch vollgeladen erst. Ich hab nicht nachgeladen, nachdem ich den... Die Dings nach... gekillt hab. Den Turret. Fontaine macht uns jetzt mächtig Feuer unterm Hintern. Er will 80% unseres Gewinns und droht damit, uns an Ryan auszuliefern, wenn wir nicht durchspielen. Dieser Hurensohn... Sammy G meinte noch, dass er darüber nachdenkt, zur Polizei zu gehen und Nein. Am nächsten Tag Nein. wurde er in einem Sack im Wasser tot aufgefunden. Wir haben keine Wahl. Wenn wir bei Fontaine bleiben, enden wir am Galgen. Und wenn nicht, ergeht's uns wie Sammy G. Es muss noch einen anderen Weg geben. Ja, es muss noch einen anderen Weg gehen. Geben. Bin ich auch der Meinung.
Wow, so viel krasses Zeug ist da auch nicht drin. Aber gut, okay. Sonst noch was. Was haben wir hier? Ne? Noch den Splicer. Okay. Sonst war hier nichts. Wow. Ist auch nichts mehr gewesen. Okay. Wir haben Waffen-Upgrade-Station. Schön. Kann ich jetzt alles upgraden? Weil ich habe hier keinen Preis oder so. Ach, der Automat wird nach dem Upgrade abgeschaltet. Okay. Schadensteigerung der MG. Ich spiele halt sehr viel mit der Pistole, ne? So ist nicht. Ich würde gerne die... Oh ja. Eindeutig. Eindeutig die Feuergeschwindigkeit der Schrotze. Das ist jetzt der erste Automat, den ich gefunden habe. Vincent. Gab es vorher noch mehr, oder... ist das der einzige? Oder der erste, den man jetzt finden konnte? Oh, Feuer. Och ja. Schön. Okay, ich habe alles nachgeladen. Schön. Nicht, dass ich gleich hier wieder hänge und dann... Ups. Und dann... ja. Brauche ich Muni, habe aber nicht nachgeladen. Shotgun. Ja, habe ich. Habe ich. Shotgun habe ich genommen. Du hast wahrscheinlich eine etwas stärkere Streamverzögerung, ne? Aber alles durchsuchen hier. Du kannst nicht aussteigen. Fontaine wird dich finden. Oh. Scheiß auf Fontaine. Aber warte mal ab, wer da auf wen scheißt, du Idiot. Okay. In jedem Level. Oh. Dann habe ich ein Safe übersehen. Warte mal, wir sind ja jetzt in... Neptune's Bounty sind wir gerade. Dann habe ich in... Wir kommen in Rapture auch, oder zählt das noch nicht? Weil dann habe ich in Medical Pavilion einen übersehen. Oh. Aber die Kommentare finde ich immer schön. Einmal kurz spielen. So. Vielleicht aktiviert das dann erst. Aber eigentlich ja nicht, ne? Dann habe ich gefunden. Und alle Little Sisters habe ich auch gefunden. Ich war der Meinung, ich habe echt alles abgesucht. Du hast es geschafft. Nee. Und jetzt dann sollte es keine Ärger mehr geben. Wir treffen uns weiter vorn. Dann weiß ich auch, glaube ich, wo ein Medical Dings da ist. Weil ich eine Tür nicht aufbekommen habe, weil ich dafür einen Schlüssel brauchte, den ich aber nicht gefunden habe. Und da ist der dann wahrscheinlich drin, oder? Der Automat. Das ist der einzige Weg, glaube ich, den ich nicht erforscht habe. Alles klar. Dann weiß ich Bescheid. Oh, ich habe ein paar WhatsApp-Nachrichten. Im Ladebildschirm kann man sowas ja machen, ne? Ah, schön. Komme ich hier auch zurück? Nee, ne? Doch, komme ich. Nein. Das jetzt anlocken. Nice. Einfach nice. Aber das Gute ist, dadurch, dass ich den Stream vorher nochmal gerestartet habe, bevor wir angefangen haben zu zocken, weiß ich, wie lange wir jetzt exakt, also knapp exakt mit 2-3 Minuten oder so Verzögerung, ich habe deine Nachricht gerade gesehen, Vincent, gerade gesehen, ja, weiß ich ungefähr, wie lange ich jetzt auf jeden Fall streame gerade Bioshock, das ist ganz nice, und dann kann ich abschätzen, ich brauche halt bis mindestens Freitag, brauche ich halt auf jeden Fall neue Parts, das heißt für Mittwoch, Donnerstag und Freitag, das heißt eine Stunde Bioshock ist halt, ja, muss ich so gesehen streamen. Und ich denke, ich werde 2 Stunden oder so draus machen. Dann vielleicht noch... Mama?
Warst du das? Dann vielleicht noch ein bisschen Ukulele oder so, mal gucken. Ich bin direkt vor dem U-Boot-Dock, aber ich komme nicht rein, ich brauche deine Hilfe. Meine Familie ist keine 100 Meter mehr von mir entfernt. Oh, wir treffen gleich mal den Boy, der uns hier die ganze Zeit, nervt. Ich höre einen Automaten. Hier ist er nicht. Ich habe einen Automaten gehört. Wahrscheinlich über mir, oder? Könnte das sein? Ich weiß es nicht. Soll ich da hoch? Ich weiß es nicht. Scheint nicht so. Schade. Und da ist ein Automat, okay. Hab nichts gesagt. Schon wieder die Genbank. Mann. Die kommt mir ein wenig zu häufig. Muss ich ja sagen. Oh, hier hätte ich wahrscheinlich dann auch erst meine Waffen einsammeln können. Hätte ich vielleicht noch ein bisschen ohne die... Vielleicht hätte ich so ein Achievement bekommen. Oh lol, was? Ah, ich hab Panzerbrechen schon drin, okay. Hier habe ich auch Panzerbrechen, alles klar. Nice. Einfach alles durchsuchen, gar nicht erst angucken, was ich da krieg. Meistens sind es eh nur ein bisschen Geld oder so. Sind's Geld, alles klar. Deutsch. Where are you? Was habe ich hier? Antipersonen, okay. Ich habe halt wenig Money für die Pistole, obwohl ich ja mit der Pistole richtig gerne kämpfe. Aber ich glaube, dann nehme ich lieber die Schrot. Schrot ist halt auch echt nice. Bisschen Schrot und Pistol-Money bekommen. Alles klar. Ich krieg durch die Kisten ja eigentlich gerade relativ viel Money. Oh Gott, das war ein bisschen zu viel, Wodka. Oh. Wir sind alle hier runtergekommen, weil wir dachten, wir werden alle Glieder in Ryans großer Kette. Okay, geht wieder. Es hat sich herausgestellt, dass Ryans Kette aus Gold ist, während unsere Ketten Schlösser haben und dicke Eisenkugeln. Er residiert oben in Fort Frolic und bumst die schärfsten Mädels. Wir sitzen hier unten in diesem Loch und nehmen Fische aus. Fontaine verspricht uns, es wird besser. Tut so, als wäre er einer von uns, verstehst du? Als ob der einen Tag in seinem Leben gearbeitet hätte. Er sagt, wir treffen uns um 11 in der Baracke, wo der Fisch abgepackt wird. Drück auf den Schalter oben im Überwachungsraum und lass mich rein. Ich finde, es ist an der Zeit, dass wir uns mal kennenlernen. Ja. Hier, da muss ich lang. Schön, du hattest deinen Spaß, aber genug ist genug. Wenn du diesen Knopf drückst, wirst du erfahren, was es heißt, mein Feind zu sein. Oh, ich trinke zu viel. Ryan, ja, ich glaube, das ist okay. Ich glaube, damit kann ich leben. Ja, Bandagen gerade bekommen, schön, okay. Aber ich war schon full life, durch den ganzen Alkohol. Ich hab dadurch nur keine Ever mehr. Ha! Ah ne, doch! Ah, die Bandagen füllen wir es aus jedoch Ever auf. Das ist natürlich nice. Oder EVE oder wie auch immer ihr es nennen wollt. Maxi, du Alki! Ja, sorry. Liegt am Bioshock. Kontrollpult. Kann ich mich jetzt entscheiden, ob ich den drücke oder einfach weitergehe? Ich drücke ihn eh. Ja. Sie sind überall.
kann sie nicht aufhalten. Ich muss mich zurückziehen. Hol meine Familie da raus. Wir treffen uns dann so schnell wie möglich wieder. Ich will nicht mal wissen, wer das ist. Geh weg. Diese Feuerkraft. Oder Feuergeschwindigkeit. Herrlich. Heilige Mama Maria Gottes. Das habe ich gebraucht. Was da? Gut. Was hat mich da gerade so damaged? Geh weg. Das ist der andere. Muss nochmal alles einsammeln hier. War hier nicht noch einer? Da. Geh weg. Geh weg. Danke. Er hat eine Knarre. Komm ab. Du nervst schon ein bisschen hier. Dieser komische Splicer hier. B? So, ja, und, Geh weg jetzt. Okay. Das Spiel ist ein bisschen sehr leise, wirklich? Auf YouTube kam es mir nicht so vor. Oder als ich es geschnitten habe, kam es mir nicht so vor. Ich werde es gleich mal kurz ändern. Oh Gott, ich bin schon wieder besoffen. Aber hallo T, was geht ab? Warum will ich dafür... Warum habe ich dafür raus? Anstatt das Spiel einfach in-game lauter zu machen. Ich weiß, es hat gerade gelaggt. Es tut mir leid, das liegt immer daran, wenn ich Bioshock öffne und schließe. Anstatt das Spiel einfach hier. Lautstärke gesamt. Hier. Auf 6. Jetzt kommt es mir auf jeden Fall schon um einiges lauter vor. Also die Texte sind wirklich ein bisschen leise, muss ich sagen. Ab heute Morgen mit dieser osteuropäischen Wissenschaftlerin gequatscht. Sie hatten ziemlich... Das U-Boot! Ich hab grad diesen Text gelauscht! Und auf einmal... What? Geh weg! Wer bist du? Weshalb bist du hier? Nun gut, es gibt zwei Möglichkeiten, mit einem Rätsel umzugehen. Man kann das Geheimnis aufdecken oder es beseitigen. Ja. Raus hier! Mach, dass du rauskommst! Ab nach Arcadia! Herrgott nochmal! Okay. Ich will noch ein bisschen hier untersuchen. Ein bisschen, zumindest. Alles klar. Ich habe mich gerade eben dezent erschrocken. Noch schlimmer ist es bei Watch Dogs. Da ballert hier die Umgebung das Trommelfell raus. Und für den Text musst du lauter stellen. Text ist noch zu leise. Okay. Also Sprachausgabe ist schon komplett lol. Laut. Vielleicht das nochmal einen Punkt niedriger und das nochmal einen Punkt lauter. Vielleicht geht's ja jetzt. Dieser irische Mistkerl hat mir einen Handel angeboten. Ich liefere Ihnen Fontaine ans Messer und ich bin ein freier Mensch, ganz einfach. Woher soll ich wissen, dass dieser Wichser nicht von Fontaine kommt? Woher soll ich wissen, dass Sie nicht alle zu Fontaine gehören? Fontaine hat das Adam und jeder will es haben. Ryan hat nur eine große Klappe... Oh, shit! Ups. Ich sollte mir Sachen erst zu Ende anhören und dann weitergehen. Vielleicht bei OBS die Lautstärke höher ziehen, musste ich letztens auch. Achso, ist das Spiel allgemein immer noch zu laut, zu leise oder meintest du jetzt wirklich nur das Gesprochene von den Charakteren? Ich kann halt noch, wie gesagt, bei OBS, bei Bioshock an sich. So Leute, das war's erstmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.